Hallo, hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten Part von Mario Rabbids Kingdom Battle. Im letzten Part haben wir der Sonnenblume geholfen. Die hat uns erstmal ein bisschen verarschen wollen. Sie hat uns eine Münze hingeworfen und dann hat Peach Rabbit sie einfach mit ein paar Dingen abgeworfen. By the way, Luigi war auch mit dabei. Also Rabbit Luigi sah sehr lustig aus. Und dann hat er uns doch eine riesengroße Kiste gegeben. Ja, jetzt befinden wir uns hier gerade an einem Ort, wo wir den kleinen Tork gefunden haben. Der uns im letzten Part ziemlich doll auf die Nerven ging mit seiner kratzigen Stimme. Was denn? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, ja, sei ruhig, Tor. Und jetzt sind wir auf der Suche nach Tortet. Und erstmal gucken wir uns hier nochmal um, was diese Rabbits da eigentlich machen. Hey, ihr da! Das ist ein Streifen auf einem Gartenschlauch. Keine Grenze. Nichts, was zwei Liebenden trennen könnte. Gott, sind das Idioten. Ich muss mal so sagen, also ich finde, als ja die Minions damals rauskamen, ganz frisch, haben die mich echt krass an die Rabbids erinnert. Aber ich finde halt die Minions lustiger als die Rabbids. Aber man merkt wirklich so, dass die halt irgendwie, ja, ein bisschen blöd im Hirn sind. Aber irgendwie sind die auch putzig. Vielleicht ändert sich ja meine Meinung über die Rabbids, nachdem ich das Spiel hier gespielt habe. Dann gehen wir weiter in die nächste Welt, vielleicht? Mal gucken. Erstmal schön durch die ganze Röhre, tup, 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 da sind ein paar Fischis. Und, wo sind wir jetzt? Aha. Hier gibt es zwei Wege, die wir gehen können. Der zeigt dann, dass wir da lang müssen, aber ich werde erstmal da lang. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir müssen noch die gute Tortet finden. Was ist das hier? Ist das eine Abkürzung? Hä? Was denn jetzt? Ah! Wir müssen alle Münzen holen. Okay. In 20 Sekunden müssen wir alle Münzen holen. So, ah, cool. Hier gibt es also noch so eine kleine Bonusräumchen. Ah, da cool, da haben sie sich ja echt was einfallen lassen. Finde ich super. Was kriegen wir? Oh, eine neue Waffe! Turbine, du hast ein neues Item gefunden. Aber du kannst es immer noch nicht einsetzen, weil du immer noch keinen Ort gefunden hast. Und das Geile ist, Tort ist die ganze Zeit mit uns mit. Das finde ich voll süß. Aber ich würde es feiern, wenn man Tort irgendwie auch noch so als ja, ich sag mal so als Kompan irgendwie haben kann in den Battles oder so. Das wäre auch cool. Diese ganzen Klötze, die hier überall rumliegen. Ist schon echt cool Design, muss ich sagen. Sehr schön auf jeden Fall. Ubisoft, ja, sehr guten Job gemacht. Die Musik ist auch echt lustig. Aha, was haben wir denn hier? Auch wieder einen komischen Schalter. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Hätte ich erstmal oben gehen müssen? Guck mal, da hinten ist Tordet. Oh, unsere süße Tordet. Die Freundin von Tord. Obwohl man auch sagen muss, dass es eigentlich nicht wirklich stimmt. Ich glaube, Nintendo hat mal gesagt, dass Tordet nicht wirklich weiblich oder männlich ist oder sowas. Auch total komisch irgendwie. Aber für mich ist eigentlich Tordet immer ein Mädchen und Tord halt ein Junge. Obwohl es... Ja. Ja, Tordet ist einfach der weibliche Charakter, der weibliche Tord. Da ist sie schon. Hallo, Tordet. Guck mal, wir haben Tord gefunden. Tordet, Mann! Ich bin so froh, dass es dir nicht passiert ist. Oh, mir geht es gut. Aber worüber ich mir wirklich Sorgen mache, ist Prinzessin Peach. Ja, daran hat Mario überhaupt nicht gedacht, an seine Liebe. Ja, an seine Freundin. An seinen Bruder hat er auch nicht gedacht. Ist egal, weißt du, so. Ich hab neue Freunde gefunden, so. Luigi ist mir vollkommen egal. Der arme Luigi. Mario, kannst du in den Hilfspalast zurückkehren und nachsehen, ob alles in Ordnung ist? Ganz sicher nicht. Wir müssen das Headset-Rabbit finden, bevor... Oh, sie haben Post. Noch eine Nachricht. Wieder mal von zum Beispiel. Bravo, dass ihr so weit gekommen seid. Ein weiser Mann sagte einst, wenn ich einen Baum in 3 Stunden fällen soll, dann schärfe ich 2 davon meine Axt. Was? Bravo, dass ihr so weit gekommen seid. Ein weiser Mann sagte einst, wenn ich einen Baum in 3 Stunden fällen soll, dann schärfe ich 2 davon meine Axt. Ja,
Ich rate euch dringend, zum Pilzpalast zurückzukehren. Ja, was für ein Wunder. Natürlich müssen wir jetzt zum Pilzpalast zurück. Um genau das zu tun, bereitet euch auf die bevorstehende Schlacht vor. Naja. Das ist ja alles schön und gut, aber wie? Sicher fragst du dich, aber wie? Ganz zufälligerweise steht das natürlich dann halt auch in der E-Mail drin. In der Zeit, die du brauchst, um diese E-Mail zu lesen, habe ich dein Betriebssystem aktualisiert. Du hast nun Zugriff auf eine GPS-Warp-Technik, die ich Sploink nenne. Am Namen arbeite ich noch. Wie dem auch sei, aktiviere sie und du und deine Freunde kehren umgehend in den Pilzpalast zurück. Gezeichnet dein größter Fan. Tja, das ist großartig, wenn es stimmt. Ich schätze, wir sollten es mal... ja. Und tschüss, tschüss Thor, tschüss Dad. Verwende die Raserei immer, wenn es möglich ist. Es ist wie ein zusätzlicher Angriff. Ja, diese Raserei war ja das gewesen, dass du einfach auf den Gegner zulaufen kannst, Schaden machen kannst und dann halt wieder weiterlaufen kannst. Da ist ja Peach. Guck mal, da ist Prinzessin Peach. Und sie freut sich, Mario zu sehen. Hallo, Mario. Hallo. Hat sie für uns wieder einen Kuchen gebacken? Mario, zum Glück geht es dir gut. Ich bin so froh, dich zu sehen. Du hast es bestimmt schon bemerkt. Im Pilzkönigreich herrscht Chaos. Nein, wie kommst du darauf? Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Gar nicht. Ich habe nichts davon gemerkt. Überhaupt nicht. Du musst etwas unternehmen, Mario. Ja, wie immer. Wir müssen immer was unternehmen. Wer sind denn deine neuen Freunde? Verzeiht, Euer Majestät. Ich bin Bibo. Ein autonomer, intelligenter, wissenschaftlicher Forschungs- und Einsatzassistent. Yay! Ja, ich verstehe. Man sieht wirklich Peach an, dass sie davon gar keine Ahnung hat, was der Kleine gerade gesagt hat, aber sie nickt einfach nur ganz freundlich. Den hier nennen wir Rabbit Luigi. Er ist ziemlich dumm, aber naja, er ist trotzdem ein sehr netter Kerl. Und das da ist Rabbit Peach. Ich fürchte, sie nimmt ihre Maskerade ein wenig zu ernst. Hässliches Kleid? Nee, danke. Hey, guck mal da! Neue Rabbits. Erstmal Luigi. Erstmal Rabbit Luigi. Ich bin alle gepfeffert. Ja, ihre Freunde sind auch ziemlich, temperamentvoll, wie man sieht. Wie es scheint, sind die Rabbits, die wir dem Megabug entrissen haben, hier gelandet. Und sie sind quietschfidel. Ganz genau. Und sie tauchen genau plötzlich... Was? Und sie tauchen genauso plötzlich auf wie ihr. Und sie bauen die ganze... Nimm die Säge weg, das ist gefährlich. War das nicht klar? Oh ja, sie waren sehr fleißig. Sie schlagen vor, ihr seht euch... Ich schlage vor, ihr seht euch an, was sie gebastelt haben, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Da sind irgendwelche komischen Kugeln. Ach, das sind die Kugeln. Ah, guck mal, das ist das gleiche Symbol, was wir auch auf den Item-Sachen gesehen haben. Ah, ich glaube, es gibt etwas, das sich Kampfzentrale nennt. Was ist das? Und dann ist da noch das Museum. Sie lieben es, Souvenirs aus dem Pilzkönigreich zu sammeln. Aha. Kommt, schauen wir doch mal, was unsere Rabbit-Freunde so alles treiben. Sind es jetzt die Rabbits, die wir gerettet haben? Oder sind es jetzt ganz andere Typen, die jetzt auch irgendwie unterwegs sind? Okay, das ist also hier sozusagen die... Ja, wie heißt denn das? Das ist eigentlich ein Ort, wo wir immer wieder zurückkehren können. So würde ich es eigentlich sagen. Und der Goomba da oben auf dem Peach-Schloss. Ach, der Arme. Oh! Mario kann den Naruto-Lauf. Guckt euch das an. Mario ist ein Ninja. Schauen wir doch mal. Uralte Gärten. Ah, hier kommen wir zu der ersten Welt. Okay, interessant. Aber ich rede noch mal ganz kurz noch mal mit Peach. Also, er hat vielleicht noch irgendwas zu sagen. Und die Musik! Dum, 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 dum.
Ah, die Musik von Mario 64, wo er in dem Schloss halt durch Sturm steht. Das ist ja cool. Auch ein schönes Easter Egg, muss ich sagen. Vergiss nicht, die Kampfzentrale und das Museum zu besuchen, bevor ihr aufbricht. Es lohnt sich wirklich. Er zeigt uns mal, wo das war. Okay. Ja, machen wir doch schon. Sind wir doch schon auf dem Weg dahin. Und ich glaube, wir brauchen auch das Geld, um hier andere Sachen zu bauen, kann es sein? Was die Rabbits bisher zustande gebracht haben, überzeugt mich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig. Hoffen wir, dass sie mit diesem kleinen Projekt mehr Erfolg haben. Das Schild ist so geil mit dem Gabelstapler und hier auch mit dem Pöppel. Ich liebe so einen Humor, ich weiß nicht, ich finde das genial. Oh, hier ist doch Prosa, oder? Ja, ein fossiler Stachelpanzer. Wir müssen ihn irgendwie restaurieren, um ihn dann den Rest unserer Zeit aus dem Weg zu gehen. Aha, okay, was hat das? Gut, er wird sich dabei schon irgendwas gedacht haben. So, dann gehen wir mal hier zu der Kampfzentrale. Einfach eintreten und dann geht's weiter. Ah, Teamauswahl. Ah, wir können also unser Team dann auch ändern. Oh, warte mal, wie viele Leute gibt's denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Leute kriegen wir insgesamt. Also 8 Leute sind wir insgesamt im ganzen Game und wir kriegen... Das scheint Luigi zu sein. Das kann ich nicht sagen. Das sieht aus wie Peach. Kann ich auch nicht sagen. Und noch Yoshi. Das ist ja geil. Aber cool, wir kriegen Yoshi. Aber anscheinend erst sehr spät. Dann können wir wirklich unser ganzes Team noch verändern. Ah, was haben wir denn hier? Yeah. Also erstmal unser guten Mario. Kraftpunkte 220 von 220. Bewegungsradius 6 Felder. Raserei 20 Schaden. Primärwaffe Blaster. Ausgangsradius 3 Felder. Und Teamsprung 6 Felder kann er springen. Ja gut, er ist ja auch Jumpman. Also wäre ja komisch, wenn er nicht so weit springen könnte. Marios Offensivtalente machen ihn zur ersten Wahl für den Sturmangriff. Er ist ein überaus beweglicher Kämpfer auf kurze und mittlere Distanz. Rabbit Peach hat fast das gleiche auch wie Mario. Ah, Expertin für Heilung und Schadenbegrenzung. Wenn diese defensiv orientierte Primadonna auf das Schlachtfeld stürmt, hat sie das eine Auge auf den Gegner gerichtet und das andere auf Mario. Was? Die ist verknallt in Mario? Oh mein Gott, der arme Junge. Rabbit Luigi ist ein Verteidigungsspezialist, der die unvorhersehbaren Elementarkräfte, die uns alle umgeben, entfesseln und damit großartige strategische Effekte erzielen kann. Er hat aber nicht sehr viele... Guck mal, die Kraftpunkte sind nicht sehr hoch. Bewegungsradius 6 Felder, 30 Schaden... Dann hat er das Jojo. Okay, also er scheint nicht der krasseste Tank zu sein. Aber hat auf jeden Fall mehr Schaden bei dem Angriff. Er heißt aber ein Verteidigungsspezialist. Also bis jetzt ist er noch kein großer Verteidigungsspezialist, finde ich. Ah, hier kann ich neue Sachen kaufen. Ich dachte, ich habe die gefunden. Und ich dachte, ich krieg die umsonst. Natürlich nicht. Ah, guck mal hier. Sprungschaden. Bei der Herstellung dieser leistungsstarken Waffe wurde keine Schildkröte gequält. Okay. Ich habe hier irgendwo eine Waffe verborgen. Muss mal gucken, ob ich die irgendwie finde. Bösewichtallergie. Du suchst den letzten Schrei in Sachen Rabbit-Technologie. Dann spüre den Stich der Krawallbiene. Ah, guck mal hier. Trefferschaden 20 bis 35. Honigschaden. Das heißt also, ich mache nochmal so einen extra Schaden mit dazu. Ne? Dann nimm das doch mit. Darf ausrüsten? Jawohl. So, was haben wir denn sekundär? Habe ich noch gar nicht? Okay, dann haben wir hier noch eine Waffe. Das ist die gleiche Waffe wie bei Mario. Und hier haben wir noch eine gegen Hopser. Feuerschaden macht er dazu. Feuerchance. Okay. Steht da. Vermöbelt eure Gegner überall, wann immer ihr wollt. Hoffentlich haben die Rabbits dafür nichts Wichtiges zerlegt. Etwa ein Düsentriebwerk oder ein
Hydroelektrischen Damm. Aha, okay. Also es gibt also verschiedene Sachen, die wir noch machen können. Sehr interessant, muss ich sagen. Finde ich cool, dass wir heute noch verschiedene Möglichkeiten haben, dann den Gegner auch wirklich richtig platt zu machen. Hier haben wir das Museum gehabt. Hier ist die Zeitmaschine, womit halt die Rebels halt angegriffen haben oder aufgetaucht sind. Was ist das? Okay, hier fehlt, hier kommt, brauchen wir noch unbedingt noch eine Fähigkeit für den guten Bibo. Die haben wir ja noch nicht. Hier bauen die Rebels auch noch irgendwas. Oh, eine Röhre. Mal gucken, wo die lang geführt. Oh, wieder mal zu Geld. Sehr gut. Haha, was haben wir denn da? Toadette. Ich habe ein 3D-Modell gefunden. Okay, ein schönes 3D-Modell. Gibt es also auch noch zu finden. Aber schade, dass wir keine Toads als unsere Partner haben. Finde ich sehr schade, weil die Toads hätten auch, glaube ich, noch ein bisschen mehr Spaß reingebracht. Was ist das hier? Führt der Weg hier lang? Eine Halloween-Welt oder was? Wenn sich diese Tore doch nur irgendwie öffnen ließen, dann könnten wir diese schaurigen Gefilde unvorstellbaren Grauen nach Lust und Laune besuchen. Aha. Hier, was ist das hier? Da ist ein Buhu! Der arme Buhu! Der kommt nicht los. Der Rabbit da oben. Armer Kerl, ich schlafe nicht. Aber wenn, dann würde ich von intelligenten Maschinen träumen, die die Welt erobern. Aha, iRobot lässt grüßen. Alles klar. Okay. Gut, dann haben wir das erstmal auch erledigt hier. Wir sind einmal um das ganze Schloss rumgelaufen. Mal, ist hier irgendwas vielleicht so? Was hier versteckt? Nö. Okay. Da ist nichts. Dann gehen wir noch ganz kurz noch, wie gesagt. Aha. Wo sind wir denn jetzt? Das sieht irgendwie aus wie so eine Bowser-Welt oder sowas. Warum ich darauf komme? Ganz einfach, weil da richtig Lava war. Also noch ganz schnell noch hinlaufen zu dem Museum. Da gucken wir uns dann noch ganz kurz um. Weil da wird dann, glaube ich, einfach nur gezeigt, ey, guck mal, du hast jetzt den und den Charakter jetzt gefunden. Den kannst du natürlich auch gleich auch einsetzen. Und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Wie schnell noch die Zeit vergeht. Ah, ist sowieso voll krass. Ich finde, die Zeit vergeht in letzter Zeit so schnell. Es geht gar nicht. Ehe du dich versiehst, ist schon wieder 17 Uhr. Ah, okay. Kunstwerke. Das sieht schön aus. Was haben wir hier? Ah, Rabbit Peach. Die Sonnenblume. Und Toadette. Wie viel gibt es denn? 48? Hier haben wir irgendwelche Karten oder sowas. Dann haben wir Soundtracks. Und Kunstwerke. Oh. Hey, seht mal da. Ah. Diese cleveren Rabbits haben eine Kanone so modifiziert, dass sie uns zurück in die uralten Gärten schießen kann. Das könnte nützlich sein. Unsere mysteriösen Helfer hat mir, unser mysteriöser Helfer hat mir die Macht verliehen, uns zurück zum Pilzpalast zu befördern. Und die Kanone können uns zurück zu der Front schicken. Das ist nun jederzeit möglich, durch das Pausemenü zum Pilzpalast zurückzukehren. Interessant, interessant. Gut, aber wir haben uns gut vorbereitet eigentlich. Oh, Moment mal. Da ist doch noch was, was ich gerne haben möchte. Komme ich da irgendwie ran? Moment, Moment. Ja! Haha! Kaum habe ich was gesehen, schon will ich es haben. Ziggy-Schlacht. Du hast einen neuen Soundtrack gefunden. Ah, cool. Unseren ersten Soundtrack. Ja, dann würde ich sagen, wir machen wieder Schluss für heute. Wir haben wieder einiges geschafft, auf jeden Fall. Ich sage Dankeschön fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Und wir sehen uns dann im nächsten Part hier von Mario und Rebels Kingdom Battle. Tschüss. Bleibt mir gesund. Bye, bye. Ciao, ciao.